Hey Leute, hier ist euer Lord of Curry vom Schaubuchclubber Fans und ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Es ist keine 2 Monate her, da war ich in Obererbach. Dort habe ich für euch ein wunderbares Promo-Video aufgenommen, das beste bisher fürs Pellmell. Leider habe ich dabei nicht bedacht, dass am 10.06. der zweite Headliner verkündet wurde. Jetzt habe ich dieses Video verworfen, sitze jetzt in meinem Auto, Swiftie Talk ist angesagt für eine kleine Promo und eine kleine Empfehlung, das Pellmell zu besuchen. Der eben erwähnte Secret Headliner sind Skindred. Skindred kennt man mittlerweile von großen Festivals, kennt sie vielleicht auch von Radio Bob. Die Metal-Punk-Combo ist Headliner auf dem Pellmell-Festival. Am nächsten Tag oder am Tag vorher, weiß ich gar nicht so genau gerade, ist es Clawfinger, 90er-Jahre-Legende, as fuck, super geil. Ansonsten sind noch weitere tolle Bands da, unter anderem Deine Cousine, Rambo Raymond, Emil Bulls, freue ich mich auch mega drauf. Allgemein ist es ein Wahnsinns-Line-Up. VMCT sind dabei, das Ganze natürlich wieder auf 2 Bühnen. Es gibt ja zum einen die Mainstage und zum anderen die Promobühne. Das war zweimal die Hirschberg Gin Stage, letztes Jahr die Jack Weller Stage. Und durch den diesjährigen Sponsor hat diese Bühne den schönsten Namen, den sie jemals hatte. Die zweite Bühne heißt dieses Jahr Moonshine Stage. Also ohne Scheiß, es sind 2 Tage von tollen Leuten organisiert. Ein super tolles Festival. Und jetzt können wir sagen, ja gut, Festival kann man machen. Aber es gibt ja noch ein paar. Falsch, weil wie jedes Jahr ist das Pellmell mein persönliches und in der Region sowieso Finale. Und ich kann euch sagen, es kann kein besseres Finale als das Pellmell geben. Wie gesagt, tolles Line-up, tolle Getränkeauswahl, preislich supi, Standort supi, Campingplatz supi. Das Pellmell ist supi. Und deswegen geht er hin. pellmell.de/Tickets, weil es lohnt sich. Es lohnt sich jedes Jahr. Ich war seit, lasst mich lügen, 2009 bis auf Corona-Zeit. Und 2018, 19 war ich jedes Jahr da. Also ich war ungefähr auf 8 bis 10 Pellmells. Und ich kann nicht sagen, dass es einmal sich nicht gelohnt hätte. Pellmell ist toll, Leute. Ohne Scheiß. Und ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ja, wie gesagt, tolle, 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 viele tolle Bands. From Fall to Spring sind auch mit dabei. Aftershow Freitag, wie immer die unglaublich geilen Punk-Cover-Leute von 4Monkeys und das alles auch noch für schmales Geld. Also Leute, was wollt ihr denn mehr? Ich kann wirklich nur empfehlen, pellmell.de/Tickets und besucht auch meine Sachen natürlich. Schaubuchclubber.de, da wird es Berichte geben, in Videoform und geschrieben. Freitag Video, Samstag geschrieben. Und besucht Instagram slash beziehungsweise @ Schoboklopper Bindestrich, nee, Schoboklopper Unterstrich Fan sein. Da wird es Bilder geben und besucht meinen YouTube-Channel, auf dem müsstet ihr auch euch gerade befinden, denke ich mal. Also Leute, wir sehen uns in Obererbach am 30. und 31. August zum Pellmell Festival, weil wer da nicht hingeht, der hat ein Problem, weil dann ist er nicht da und ist selbst schuld, weil jedes einzelne Pellmell, was ich besucht habe, würde mir fehlen. Weil da einfach immer so geile Bands sind, weil da einfach so tolle Menschen sind wie ich und wie auch die Veranstalter selbst. Also Leute, wir sehen uns. Pellmell Festival. 30. 31. August. Obererbach, Sportgelände. Ciao.